So, herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zum ersten Webinar unserer Chartanalyse-Webinarreihe. Mit mir heute Abend Tom Neschke. Tom wird uns durch die Grundlagen der Charttechnik führen. Ihre Fragen können Sie gerne live in die Tastatur tippen. Sprechen im Webinar können nur die Moderatoren, das heißt ich, Elena Christodoulou, und selbstverständlich der Hauptmoderator Tom Neschke. So, Tom, gerne gebe ich an dich weiter. Ja, wunderbar. Vielen Dank, Elena, für die herzliche Einführung hier. Herzlich willkommen an alle Teilnehmenden hier heute zu unserem ersten Webinar bei Tickmill. Und ja, mein Name ist Tom Neschke, beschäftige mich seit ganz vielen Jahren schon mit dem Thema Trading, bin seit vielen Jahren auch für institutionelle und Privatanleger im Bereich Trading unterwegs und coache diese Menschen. Und Tickmill ist vor einiger Zeit auf mich drauf zugekommen, weil wir natürlich auch für die Kunden von Tickmill hier dementsprechend eine Webinarreihe starten wollen. Das heißt, heute werden wir unser erstes Modul hier starten, wo wir im Prinzip mit den Grundlagen der Charttechnik anfangen, werden das dann sukzessive in den nächsten Modulen weiter mit aufbauen, sodass wir uns dann mal die Arbeit mit Indikatoren anschauen im zweiten Modul, werden dann im dritten Modul auch mal erste kleine Handelsstrategien dementsprechend starten. Und heute, wie gesagt, der erste Baustein, die Grundlagen der Chartanalyse. Wer wie gesagt Fragen hat, die Elena hat es schon angesprochen, der kann die gerne über die Chat-Funktion uns hier dann dementsprechend mit reinschreiben. Gerade auch im zweiten Part. Wie gesagt, wir haben hier zwar eine schöne Folie vorbereitet, da haben Sie die Möglichkeit, die auch im Download-Bereich mit runterzuladen für Ihre eigenen Unterlagen, aber ich bin immer ein Freund davon, das Ganze sehr praktisch zu machen. Das heißt, wir werden uns das Ganze nachher in den Charts mit anschauen, die einzelnen Passagen, die ich Ihnen in der Präsentation vorstelle, werden wir dann im Rahmen des Webinars uns live mit anschauen, weil das ist natürlich auch die Situation, mit der wir nachher dementsprechend dann arbeiten werden und dementsprechend hier auch das Ganze uns mal anschauen. Ja, wie gesagt, Grundlagen der Charttechnik, das ist unser heutiger Bestandteil. Wir werden uns die Chartarten und ihre Interpretationsmöglichkeiten anschauen und wir werden uns mit dem ersten wichtigen Baustein Widerstands- und Unterstützungslinien beschäftigen. Und Sie werden sehen, wie erfolgreich man schon an den Märkten agieren kann mit diesem einfachsten Modul der Charttechnik, den Widerstands- und Unterstützungslinien. Ja, als kleiner Risikohinweis, wir sind natürlich als Broker hier verpflichtet, Ihnen dementsprechend die Risiken hier aufzuzeigen. Ich lese uns das Ganze mal kurz vor. Der Handel mit den Devisen und auch CFDs auf Margin kann zu Verlusten führen und ist daher nicht für jeden Anlegertyp geeignet. Bevor Sie also mit dem Live-Trading beginnen, sollten Sie Ihre finanziellen Umstände, Risikoeignung, Erfahrungsstand und Handelsziele sorgfältig prüfen. Die folgenden Inhalte stellen, wie gesagt, keine Aufforderung zum Handel dar. Sie dienen ausschließlich informellen Zwecken sowie der Veranschaulichung und Weiterbildung. Darüber hinaus müssen die Meinungen der Moderatoren nicht zwingend die Meinung von Tickmill darstellen. Die Präsentation wurde nach unserem besten Wissen vorbereitet. Jedoch sind Ungenauigkeiten oder eventuelle Fehler in den Unterlagen durchaus möglich, für die natürlich weder Tickmill noch der Moderator entsprechende Haftungen übernehmen kann. Das, denke ich mal, hat jeder schon mal gehört. Ja, das ist mich, damit Sie auch ein Bild dementsprechend zu dem Ganzen haben. Wie gesagt, als Privatdozent seit mittlerweile über 20 Jahren hier in den Märkten unterwegs, habe mich sehr, sehr intensiv nach einer eher durchwachsenen Phase, also eher gesagt einer sehr erfolglosen Phase des Tradings, dann sehr, sehr intensiv im Rahmen einer Forschungsarbeit mit allen Möglichkeiten der Chartanalyse oder der Analysemöglichkeiten beschäftigt, habe dann eigene Handelssysteme und Analysesysteme entwickelt. Ja, und dieses Modul, mit dem wir heute starten, das ist eigentlich auch so der Anfang, mit dem ich angefangen habe, mich mit den Grundlagen der Charttechnik zu beschäftigen, um dann anhand dieser Charttechnik dann dementsprechend auch erfolgreich das Handeln an den Märkten zu lernen. Ja, unser heute erstes Thema sind die Chartarten und ihre Interpretationsmöglichkeiten. Ich habe Ihnen hier mal die wichtigsten drei Typen, die eigentlich auch bei uns auf der Handelsplattform vorhanden sind, einmal kurz dargestellt. Wir haben zum einen Liniencharts, zum anderen Balkencharts und auch die sogenannten Candlestick-Charts. Es gibt natürlich noch viele weitere sogenannte Mountain-Charts, Point- und Finger-Charts, die viele Spezialisten nachher in ihren Analysen nutzen. Wir aber wollen uns heute auf diese drei Chartarten, den Liniencharts, den Balkencharts und den Candlestick-Charts fokussieren und ich werde Ihnen zeigen, wo drin die einzelnen Vorteile dieser einzelnen Chartarten hier, wie gesagt, liegen. Wenn jemand zwischendurch eine Frage hat, mir bitte einfach in die Chat-Funktion legen, dann können wir natürlich hier auch interagieren und dementsprechend Ihre Fragen beantworten, weil unser Hauptaugenmerk hier bei Tickmill mit dem heutigen Webinar ist es, Ihnen eigentlich hier Grundlagen zum Trading beizubringen, erste Fragen und Unklarheiten hier zu beseitigen und dementsprechend hier zu arbeiten. Schauen wir uns also an dieser Stelle die Liniencharts mit an.
Wie definiert sich ein Linienchart? Im Prinzip werden beim Linienchart die fortlaufenden Schlusskurse eines Wertpapieres in eine sogenannte Zeitachse mit eingetragen. Das heißt, wir nutzen hierfür nur die Closing-Kurse, also die Schlusskurse, nicht wie bei den anderen Chartarten, wie wir es uns gleich anschauen werden, die anderen Elemente wie Eröffnungshöchst- oder Tiefstände. Damit, wenn wir diese einfach miteinander verbinden, erhalten wir eine sogenannte Linie. Das ist dann dieser sogenannte Linienchart, der uns den Kursverlauf hier an den Börsen wiedergibt. Nachteil bei dieser Darstellungsmethode ist natürlich ganz klar, dass die Tagesschwankungen oder aber wenn sie sich in kurzfristigen Timeframes, also Zeitfenstern bewegen, ob im Minutenchart oder auch im Stundenchart, dabei nicht berücksichtigt werden, weil wie gesagt hier nur besonderes Augenmerk auf den Schlusskurs gelegt wird und somit dementsprechend hier ein etwas verfälschtes Bild dieses Charts durchaus möglich ist und die Interpretation dementsprechend sehr, sehr schwer fällt. Unsere zweite Möglichkeit sind die sogenannten Balkencharts. Ich habe uns das hier einmal kurz grafisch dargestellt. Sie sehen, hier haben wir schon wesentlich mehr Informationen, um einen sogenannten Balkenchart zu skizzieren. Wir haben hier zum Beispiel neben dem Schlusskurs, wie beim Linienchart, den Eröffnungskurs, der mit einbezogen wird und natürlich auch die Höchstkurse bzw. die Tiefstkurse der entsprechenden Zeitperiode, die wir berücksichtigen. Sie sehen es, wir haben einmal die positiven Kerzen oder auch die negativen Kerzen. Bei einer positiven Kerze sieht man das besonders gut in diesen kleinen Bars, die wir schalten, sind auf der rechten Seite immer die Eröffnungskurse. Und wenn der Schlusskurs oberhalb des Eröffnungskurses liegt, haben wir eine sogenannte positive Kerze und Sie sehen diese kleinen Spikes oben und unten, oberhalb und unterhalb des Eröffnungs- und des Schlusskurses. Das sind dann unsere entsprechenden Höchst- oder Tiefskurse. Bei der negativen Kerze ist es dementsprechend genau umgedreht. Dort haben wir den Eröffnungskurs und den Schlusskurs auch auf den rechten und linken Seiten. Aber wie gesagt, der Schlusskurs liegt unterhalb des Eröffnungskurses und dann haben wir hier im Prinzip eine negative Kerze. Sie sehen, ich habe Ihnen das Ganze nochmal aufgeschrieben. Wir wollen uns das Ganze aber etwas genauer dann nachher in den Charts mit anschauen. Und dementsprechend gehe ich jetzt mal auf unsere dritte Chartart, die Candlestick-Charts oder auch Kerzencharts aus dem Englischen übersetzt, die in der letzten Zeit immer mehr an Beliebtheit finden. Im deutschsprachigen Raum gab es bis vor 15, 20 Jahren eigentlich kaum irgendwo Übersetzungen. Der Steve Neeson war damals eigentlich der Erste gewesen, der als Amerikaner sich mit diesem Thema dann beschäftigt hat und die entsprechenden Bücher dazu geschrieben hat. Heute, wie gesagt, werden die Candlecharts sehr, sehr viel genutzt, weil sie einfach unheimlich viel mehr Interpretationsmöglichkeiten haben. Man kann wesentlich mehr aus so einer Kerze herausziehen und da werden wir, wie gesagt, auch noch ein separates Modul zu machen, sodass wir dann dementsprechend hier auch nochmal die Möglichkeit haben, Ihnen das sehr, sehr deutlich aufzuzeigen, warum der Handel mit Candlestick-Charts so erfolgreich ist, weil wir, wie gesagt, unheimlich viele Interpretationsmöglichkeiten hier haben, um das Ganze zu nutzen. Auch hier ist es so, dass alle vier Informationen, also der Eröffnungskurs, der Schlusskurs und auch die Höchst- und die Tiefstände dementsprechend berücksichtigt werden. Wir sehen das hier auch, der Open- und der Close-Kurs. Wir haben hier eine positive Kerze. Dieser Raum, der sich zwischen diesen beiden Kursen aufzeichnet, ist der sogenannte Kerzenkörper. Und wir sehen, wir haben noch sogenannte obere und untere Schatten. So heißt es in der Terminologie. Und das sind im Prinzip die Höchst- bzw. die Tiefstände. Und hier ist es genauso. Eine positive Kerze haben wir wie bei einem Barchart, wenn der Schlusskurs oberhalb des Eröffnungskurses liegt und umgedreht. Einen negativen Körper, eine negative Kerze haben wir, wenn der Schlusskurs unterhalb des Eröffnungskurses liegt. Und natürlich gibt uns auch die Größe dieser Kerze Auskunft, wie stark zum Beispiel ein Trend in eine bestimmte Richtung ist. Also daran können wir erkennen, anhand der Größe des Kerzenkörpers, ob da wirklich ein sehr starker bullischer oder bärischer Trend vorliegt. Und das Ganze wollen wir uns an dieser Stelle auch schon mal jetzt in unseren Metatrader mit anschauen. Das heißt, ich blende hier mal die Präsentation ganz kurz aus und wir gehen hier jetzt mal direkt in das Bild von unserem Metatrader, den Sie jetzt hier sehen sollten. Und ja, da habe ich uns jetzt einfach mal einen DAX 30 Chart mit aufgerufen hier im Stundenchart und will uns mal anhand dieses Beispiels die Unterschiede der einzelnen drei Chartarten anschauen. Sie sehen, Sie haben hier oben in der Plattform die Möglichkeit,
zwischen diesen drei Chartarten auszuwählen, die Liniencharts, die Candlestick-Charts und die Barcharts. Jetzt haben wir, wie gesagt, unseren Linienchart ausgewählt. Ja, und der Punkt war dort ja gewesen, dieser basiert im Prinzip nur auf den Schlusskursen. Das heißt, immer wenn eine Zeitperiode, in unserem Fall hier eine Stunde beendet ist, wird dann dementsprechend diese Linie weitergezeichnet. Das heißt, diese Close-Kurse werden dann miteinander verbunden und dann ergibt sich ja hier so eine lustige Kurve. Sieht ehrlich gesagt eher da aus wie ein Herzschrittmacher, aber wie gesagt, die Interpretation anhand dieser Liniencharts wird sehr, sehr schwierig. Sie werden das sehen, wenn wir uns den gleichen Chart gleich mal als Barchart oder aber auch als Candlestick-Chart mit anschauen. Und wie gesagt, das ist die einfachste Darstellungsform, wird in der heutigen Zeit aber am wenigsten auch genutzt. Die meisten Leute arbeiten eigentlich heutzutage mit den sogenannten Candlestick-Charts, weil wir halt einfach viel mehr Informationen in diese einzelnen Kerzendarstellungen mit übertragen und dementsprechend viel mehr Interpretationsmöglichkeiten haben, um dementsprechend hier das Ganze zu nutzen. Ja, die kann man, wie gesagt, auch in allen Timeframes nutzen. Wir sehen, wir haben hier unseren Minutenchart, haben hier unseren Stundenchart oder im Tageschart. Wie gesagt, in der jeweils gewählten Periode werden die Schlusskurse miteinander verbunden und dann ergibt sich hier dieser Linienchart. Wollen wir uns mal gleich den Barchart im Vergleich dazu mit anschauen. Wir sehen hier dasselbe Zeitbild im Stundenchart, diesmal in der Darstellung eines Barcharts. Ich vergrößere uns den mal ein bisschen und dann können wir uns das Ganze anschauen. Wir sehen also hier zum Beispiel diese schöne dominante Kerze. Auf der linken Seite die kleinen Striche, das sind wie gesagt immer die Eröffnungskurse. Und der kleine Strich auf der rechten Seite, das ist der Schlusskurs. Jetzt sehe ich, der Schlusskurs ist oberhalb des Eröffnungskurses. Also sehe ich hier schon mal, dass wir hier eine positive Kerze in dem Fall hatten. Und wir sehen aber auch oberhalb der Schlusskurse oder der Eröffnungskurse die Kursausschläge. Das heißt, das war der Tiefstand dieser Zeitperiode und das war der Höchststand dieser Zeitperiode. Das sind besonders später, wenn wir uns den zweiten Teil des heutigen Webinars mit anschauen, die wichtigen, die interessanten Punkte, um dementsprechend genau Widerstands- oder Unterstützungsniveaus zu definieren. Da ist es natürlich besser, wenn wir diese komplette Kursspanne einer bestimmten Zeitperiode, die wir uns gewählt haben, hier sehen können. Und das umgedrehte Pendant sehen wir hier. Der Eröffnungskurs immer, wie gesagt, auf der linken Seite, der Schlusskurs auf der rechten Seite. Der Schlusskurs ist in diesem Beispiel hier deutlich tiefer als unser Eröffnungskurs. Deshalb haben wir hier eine negative Kerze. Und auch hier die Ausschläge oberhalb und unterhalb des Eröffnungs- bzw. des Schlusskurses sind dann dementsprechend die Höchst- bzw. die Tiefstände in unserer gewählten Zeitperiode. Und das Ganze jetzt nochmal im Vergleich dazu, derselbe Zeithorizont in einem Kerzenchart oder auch Candlestick-Chart. Und da sehen wir, hier fällt die Interpretation schon deutlich einfacher. Ich habe jetzt hier eine relativ simple Schwarz-Weiß-Einstellung genutzt über den Metatrader. Bei uns haben Sie natürlich die Möglichkeit, die Farben zu ändern. Wenn Sie sagen, die positiven, die bullischen Kerzen möchte ich in grün oder blau haben, kann man das über den Metatrader natürlich individuell anpassen. Oder ich möchte die negativen Kerzen hier in rot haben, kann man das dementsprechend auch einstellen. Hier sieht man, wie gesagt, eine negative Kerze. Das sind bei mir diese weiß ausgefüllten Kerzen. Und man sieht, wenn man diese drei Chartarten miteinander vergleicht, hier im Barchart oder im Linienchart, im Vergleich zum Candlestick-Chart, das hat auch mein favorisierter Chart hier, eine deutlich bessere Interpretationsmöglichkeit, indem ich hier wirklich sehe, das sind sehr dominante bärische Kerzen, also negative Kerzen. Hier sehe ich jetzt sehr, sehr viel Verkaufsdruck im Markt. Und so kann man nicht das wesentlich besser interpretieren, wie das genau in der Candlestick-Analyse funktioniert. Werden wir uns im Modul 4 unserer Webinarreihe anschauen. Da werden wir speziell mal auf die Konstruktion dieser Candlestick-Charts eingehen. Wie interpretiere ich diese Candlestick-Charts? Welche Umkehrformationen gibt es? Das also im vierten Modul unserer Webinarreihe. Und wie gesagt, dann werden wir hier uns das Ganze genauer mit anschauen. Ja, gehen wir wieder mal kurz zurück auf unsere Slide. Da wollen wir uns das Ganze mal weiter anschauen, was wir dementsprechend jetzt im zweiten Part machen wollen. Und da haben wir dann ja noch viel Zeit, uns das an praktischen Beispielen mit anzuschauen. Da können Sie mir dann gerne auch über den Chat-Titel eingeben, den Sie gerne mal unter diesen charttechnischen Gesichtspunkten analysiert haben wollen.
Und wie gesagt, jetzt sind wir eigentlich schon im zweiten Part in unseren sogenannten Widerstands- und Unterstützungslinien. Ja, ich habe Ihnen hier mal eine kleine Grafik eingemalt und das Ganze auch mal definiert. Was ist eigentlich so eine Widerstandszone? Und da sieht man, als Widerstandszone oder als Widerstandslinie gelten bei Wertpapieren sogenannte markante Kurswerte, die aufgrund von charttechnischen Überlegungen schwer zu überwinden sind. Ja, was bedeutet das? Im Prinzip nichts anderes, als dass wir zu einem bestimmten Kurs immer bestimmte Kursbereiche haben, die dementsprechend dann wie hier nicht überwindbar sind. Und wenn wir, wie gesagt, zwei Punkte haben, dann kann ich mir die Punkte miteinander verbinden und dann habe ich dementsprechend hier die Möglichkeit, mir eine Linie oder einen Widerstandsbereich einzuzeigen. Und die Charttechnik, wie gesagt, als Arbeitsform geht davon aus, dass, wie gesagt, viele Anleger damit arbeiten. Chartanalyse basiert im Prinzip auf einer sogenannten Self-Fulfilling Prophecy, wo man sagt, wenn viele Anleger zu einer bestimmten Situation dasselbe machen, dann ist davon auszugehen, dass sich der Kurs dann auch in diese entsprechende Richtung bewegt. Und wir sehen, wenn wir einmal, zweimal an einer bestimmten Kursmarke abgeprallt sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch beim dritten Mal relativ hoch, dass wir an dieser Marke abprallen. Auf der anderen Seite, wie können wir solche Widerstandsmarken für unser Trading nutzen, wird es natürlich unheimlich interessant, wenn so eine Widerstandslinie oder so ein Widerstandsbereich dann überwunden wird. Dann ist das hier, ich habe es uns im Chart dementsprechend hier mal eingezeigt, ein ganz klassisches Kaufsignal. Und desto häufiger natürlich so eine Widerstandsmarke nicht nur ein, zwei, dreimal getestet worden ist, sondern vielleicht vier, fünfmal getestet worden ist, desto stärker ist dann natürlich auch dieses entsprechende Handelssignal, das sich daraus dann dementsprechend ergibt. Und das Ganze wollen wir uns, wie gesagt, auch praktisch wieder mit anschauen. Das heißt, ich gehe hier mal wieder in meinen MetaTrader. Und wir schauen uns das Ganze hier im MetaTrader mal etwas genauer an, wie das mit diesen Widerstandsmarken genau funktioniert. Und habe uns hier mal ein paar Titel vorbereitet. Und hier sehen wir das zum Beispiel bei unserem Devisenpaar Great British Pound US-Dollar. Habe ich uns hier mal den Stundenchart ausgewählt und mal so ein markantes Niveau, ähnlich wie wir es eben auf unserem Schaubild gesehen haben, vorbereitet. Und ja, wie funktioniert das bei der Charttechnik? Ich schaue mir so einen Chart an und mir stechen sofort ein, zwei, drei markante Kursniveaus ins Auge. Wir sehen, wir hatten hier einmal einen Bereich, wo der Markt gedreht hat. Wir hatten dann in der Folge nochmal den Bereich, wo der Markt genau auf diesem selben Kursniveau gedreht hat. Das sind meine zwei Punkte, die ich in der Charttechnik brauche, die ich miteinander verbinden kann. Ja, und diese beiden markanten Punkte, diese Linie, setze ich dann einfach weiter fort. Und daraus ergeben sich dann zukünftige mögliche Handelssignale. So arbeitet ja die Charttechnik, dass man, wie gesagt, versucht, aus der Historie heraus zukünftige Kursprognosen hier am Markt zu stellen. Und wir sehen, wir haben hier ein, zwei markante Punkte gehabt, die habe ich uns hier auch in Rot markiert. Und damit ergibt sich dann natürlich auch eine mögliche Handelskonstellation, weil Widerstandszonen können in zweierlei Maße genutzt werden, um einen Handel dementsprechend zu vollziehen. Zum einen habe ich uns das mal hier markiert mit dem dritten Berühren dieser markanten Widerstandsmarke, dieses markanten Kursniveaus. Haben wir hier gesehen, dass wir genau wieder an diesen Widerstandsbereich, an diese Widerstandszone herangelaufen sind mit unserer Aufwärtsbewegung und wir sehen, dass wir erneut an dieser Marke scheitern. Das heißt, wir haben es nicht geschafft, dieses Widerstandsniveau zu überwinden und das ist dann natürlich eine genau gegenläufige Interpretation. Das heißt, das ist für mich der Zeitpunkt, um eine erneute Zellposition hier am Markt zu eröffnen. Das heißt, so eine Konstellation können Sie dann nutzen, um dann einen Zelltrade zu platzieren. Und desto häufiger so eine Marke, wie gesagt, genutzt wird, desto stärker ist dann natürlich auch diese Widerstandslinie. Und wie gesagt, ein viertes, ein fünftes Mal wäre natürlich ein umso stärkeres Handelssignal, wenn wir dieses Kursniveau dementsprechend testen und an dieser Marke scheitern. In unserem Fall ergab sich also hier, ich markiere uns diese Zone mal, ein sehr, sehr schönes Verkaufssignal. Das war am 24.10. morgens um 6 Uhr, 7 Uhr, also die letzte Session unseres asiatischen Handels und der Beginn unseres europäischen Handels. Da haben wir hier schon mal ein sehr, sehr schönes Handelssignal bekommen. Und zu diesen Handelszeiten, das ist auch immer sehr markant, man hat immer zu Haupthandelszeiten auch bestimmte Kursbewegungen. Das berücksichtige ich bei meinem Trading auch. Sie sehen auch das letzte Mal, das Abprallen hier am Markt, das war auch um 6 Uhr, 7 Uhr.
8 Uhr, 9 Uhr in die Markteröffnung in Europa, beziehungsweise die letzte Handelszeit im asiatischen Handel. Immer zu denselben Zeiten sehen wir stellenweise dann auch die großen Kursbewegungen. Hier hat sich für mich, wie gesagt, aufgrund der ersten beiden Widerstandsmarken dieser dritte Punkt ergeben, diesen Widerstandsbereich, den ich mir hier einzeichnen konnte und damit natürlich ein sehr, sehr schönes Handelssetup Short. Wie wir uns noch natürlich diese Indikatoren nutzen, werden wir uns im nächsten Modul anschauen, wie wir also klassische Unterstützungs- und Widerstandszonen miteinander verbinden mit klassischen Indikatoren, um hier natürlich einen genauen Einstiegspunkt zu definieren. Das werden wir uns im nächsten Modul mit anschauen. Hier ist es klassisch so, Sie brauchen eigentlich gar keine weiteren charttechnischen Indikatoren, um mit Widerstands- oder Unterstützungslinien zu arbeiten, sondern hier funktioniert es folgendermaßen. Ich lege mir oberhalb dieses Widerstandes, und da sollte man sich durchaus ein bisschen Platz lassen, unser sogenanntes Stop-Niveau hin. Ich visualisiere uns das Ganze mal hier im Markt. Und dementsprechend sollten wir dann natürlich auch ein Zielniveau haben, wo ich mir natürlich auch gerne dieses Unterstützungsniveau, was wir uns gleich anschauen werden, nutzen werde. Das heißt, das Rote hier oben, das symbolisiert jetzt mal meine Stop-Linie, das Grüne symbolisiert jetzt mal meinen Take-Profit-Kurs. Und wenn man mit diesem Modell mit charttechnischen Marken wie Widerstands- oder Unterstützungslinien arbeitet, ist es grundsätzlich so, dass wir ein sogenanntes CRV, das ist ein sogenanntes Chance-Risiko-Verhältnis von mindestens 1 zu 2, ich möchte mindestens 1 zu 3 am Markt eigentlich haben, einsetzen soll. Das heißt, wenn ich bereit bin, nehmen wir mal an, wir gehen hier in diesen Trade rein nach dieser dominanten negativen Kerze. Da sehe ich, wir sind abgeprallt hier an dieser Widerstandsmarke. Das nutze ich dann als Einstiegsniveau. Und ich möchte mindestens doppelt, optimalerweise dreimal so viel Platz haben für meinen Gewinntrade als das, was mir im schlimmsten Fall hier als Verlusttrade droht. Das heißt, wenn wir in unserem Beispiel zum Beispiel hier, wir schauen uns das mal an, wie viele Pips das sind. Das sind jetzt zum Beispiel 15 Pips Risiko bei diesem Trade. Dann möchte ich also mindestens 30, optimalerweise sogar 45 Pips in der Gewinnseite haben. Wir sehen, das haben wir hier genau bei diesem Beispiel. Und somit kann man mit diesem einfachen Modell der Widerstandsbereiche hier schon sehr, sehr erfolgreich an den Märkten arbeiten. Ein weiteres Beispiel, was wir eben auch in unserer Präsentation gesehen haben, ich blende uns die nochmal ein, ist, wenn wir irgendwann dann natürlich diesen Widerstandsbereich überwinden, das ist auf der anderen Seite dann natürlich ein ganz klares Kaufsignal. Das wäre die zweite Möglichkeit, um mit so einem Widerstand hier zu arbeiten. Wollen wir uns natürlich im Chart hier auch mit anschauen. Ich habe das schon mal vorbereitet, hier beim Great British Pound US-Dollar. Wir sehen, der vierte Anlauf, den wir hier hinten im Chart mit sehen, erneut an diese Marke, da wird es für den klassischen Charttechniker natürlich unheimlich interessant, was passiert, wenn wir erneut an diese markante Widerstandszone laufen. Eventuell prallen wir wie in unserem Fall hier ab, dann wäre das für mich der erneute Einstieg in einen Short-Trade gewesen, weil wir dementsprechend hier natürlich genau die gleiche Kursbewegung einer Korrektur zu erwarten hätten wir in der Historie. Wie gesagt, die Charttechnik basiert immer auf historischen Kursverlaufen und anhand dieser Historie versuchen wir zukünftige Kursprognosen abzugeben. Wir sehen aber, wir brechen dominant hier durch diesen Widerstandsbereich mit einer sehr dynamischen, bullischen Kerze, brechen wir hier durch diesen Widerstand. Und das ist dann im Prinzip für mich die andere Möglichkeit, mit diesen Widerstandslinien zu arbeiten. Hier drüber liegt praktisch dann ein sogenanntes Buy-Limit. Das heißt, da eröffne ich eine Buy-Order, um dementsprechend dann hier von der Kursentwicklung zu profitieren. Und wir sehen, es geht dann hier auch weiter nach oben. Wir sehen aber auch häufig, wenn Sie diesen ersten Einstieg hier verpassen, immer noch mal einen sogenannten Kursrücksetzer. Das heißt, wenn wir eine Widerstandslinie überwinden, haben wir am Markt immer ein sogenanntes Pullback. Das heißt, ein Pullback ist nichts anderes als ein Kursrücksetzer. Das heißt, wir sehen das hier an dieser dominanten Kerze, die noch mal zurückläuft an diese ehemalige Widerstandslinie. Weil wir müssen wissen, wenn eine Widerstandslinie einmal überwunden worden ist, ändert diese Widerstandslinie ihre Funktion. Sie wird danach nämlich zu einer Unterstützungszone.
Und wir sehen, diese Kerze läuft nochmal genau an dieses ehemalige Widerstandsniveau hier mit ran. Wir testen dieses Widerstandsniveau nochmal. Das fungiert, wie gesagt, jetzt als Unterstützungsniveau und wir sehen, das wird erfolgreich verteidigt. Das heißt, wenn man diesen ersten Einstieg, diesen Durchbruch durch diesen Widerstand hier verpasst, hat man häufig nochmal die Gelegenheit, im Rahmen eines sogenannten Pullbacks, eines Kursrücksetzers, das Ganze dementsprechend hier zu nutzen, um dann hier erneut in diesen Beitritt mit einzusteigen. Und auch in dieser Konstellation ist es so, dass wir natürlich hier unser Chance-Risiko-Verhältnis nutzen, 1:2. Das heißt, wir drehen das Ganze mal um. Das heißt, mein Stop-Kurs, der liegt natürlich jetzt unterhalb dieser ehemaligen Widerstandszone. Mein Einstiegskurs, den haben wir hier oberhalb gefunden und natürlich möchte ich meinen Take-Profit-Kurs im Verhältnis 1:3 haben. Das heißt, wenn ich hier 10 Pips Risiko habe, sollte mir mein Take-Profit hier dann 30 Punkte dementsprechend mit einbringen. So, wir haben hier eine Frage von Peter. Könnte es nach einem Pullback wieder korrigieren und unter die Marke laufen? Ja, das haben wir auch. Das ist auch ein Klassiker. Das ist eine sogenannte Bären- oder Bullenfalle, nennen wir das am Markt. Wir sehen häufig manchmal den Ausbruch über eine Widerstandsmarke und es geht dann nicht, dass diese Marke verteidigt werden kann. Das Gute ist nur, wenn man an so einem Pullback handelt, Sie sehen, ich habe das hier mit dieser grünen Linie mal eingezeichnet, das ist mein Einstieg, hier unten liegt gleich mein Stop-Kurs, das heißt, wäre das eine Falle gewesen, das heißt, wäre der Kurs wieder unter diese Marke gebrochen, habe ich hier ein sehr, sehr geringes Risiko, weil ich zu meinem Stop-Kurs nicht wirklich viele Pips hier Platz brauche. Und das ist so eine klassische Bärenfalle, wenn man sagt, okay, der Markt, der ist durchgebrochen, jetzt gehe ich in den Beitritt mit rein und der Markt dreht da fort und nach wieder, was dann allerdings ein sehr, sehr schönes Sell-Signal gibt. Das heißt, man kann da gleich einen Reversal machen, die Position drehen, weil wenn wir einen Widerstand durchbrechen und es nicht schaffen, dass dann Anschlusskäufe im Markt kommen, dann ist dieses Ausbruchssignal, dieses Fehlsignal natürlich besonders stark in der Interpretation und dann würden wir auch eine entsprechend starke Korrekturbewegung hier wieder nach unten sehen. Also eine sehr schöne Frage hier von Peter. Wenn wir dieses Pullback sehen und wie gesagt, diese Marke nicht verteidigt werden kann, dann ist es ein klassisches Fehlsignal. Dann würde sich hier auch eine sehr, sehr starke Korrektur anberaumen. Bei uns haben wir gesehen, genau getestet diese Marke. Das heißt, wenn wir den ersten Einstieg nicht erwischt haben, nutzen wir dieses Pullback und wir sehen, wir haben hier nicht mal 10 Pips Risiko, aber 30 Pips in der Kurserwartung. Das war ein wunderschönes Handelssignal, was wir heute Abend hatten, gehen wir in der Spitze fast 50 Pips noch von unserem Einstiegssignal nach oben und so kann man sowas natürlich sehr, sehr schön nutzen. Ja, wir haben uns das Ganze jetzt, wie gesagt, mal im Stundenchart angeschaut, das Ganze jetzt mal in einem anderen Devisenpaar hier im US-Dollar-Japan-Yen habe ich jetzt mal das 15-Minuten-Timeframe ausgewählt. Das heißt, hier genau dasselbe und wir sehen, hier haben wir auch schon 1, 2, 3, 4 Mal ein bestimmtes Kursniveau getestet und das sticht mir als Analyst natürlich sofort ins Auge, wenn ich sehe, dass wir an einer bestimmten Kursmarke und deshalb nutze ich auch hier in dem Fall gerne diesen Candlestick-Chart. Wir sehen diese oberen Schatten, die markieren mir viel, viel deutlicher diese markanten Zonen. Wenn wir uns das Ganze mal im Vergleich mit einem Linienchart anschauen, ist das wesentlich schwieriger, diese markanten Bereiche so herauszukristallisieren. Wir sehen, hier hinten waren wir gar nicht dran. Wenn wir in den Candlestick-Chart oder in den Bar-Chart gehen, sehen wir, dass wir eigentlich auch mit diesen Kerzen genau dieses große Niveau hier berührt haben. Und deshalb nutze ich halt sehr, sehr gerne, wie gesagt, hier diese Candlestick-Charts. Und wie gesagt, das sticht für mich ins Auge, 1-mal, 2-mal, 3-mal, 4-mal, 5-mal ein Niveau. Wie gesagt, das habe ich am Anfang ja noch nicht, das kann ich mir erst später einzeigen. Aber sobald ich 2 markante Punkte hier habe, dann kann ich anfangen, charttechnisch zu arbeiten. Die kann ich mir verlängern, die verlängere ich mir auch einfach mal in diesen Chart mit hinein und nutze dann dieses Niveau, um dementsprechend hier weiter zu handeln. Und wir sehen, 1-mal, 2-mal, die brauche ich, hier kann ich nicht handeln. Aber das dritte Mal, wir sehen erneut dieses Heranlaufen an diese Widerstandszone und wir sehen hier diese dominante bärische Kerze, die mir hier genau aufzeigt, dass wir hier erneut an dieser Marke gescheitert sind. Das wäre aus der japanischen Candlestick-Terminologie, da kommen wir in unserem Modul 4 noch dazu,
auch noch eine besondere Konstellation. Diese kleine bullische Kerze, die komplett ummantelt wird von dieser negativen Kerze. Das ist ein sogenanntes bearish engulfing pattern. Das ist so eine klassische Umkehrformation. Und wir sehen, wie wir es erwartet haben, es kommt hier auch wieder zu einer Korrekturbewegung. Das heißt, am Ende dieser 15-Minuten-Kerze nutze ich das ganze Kursniveau, um einzusteigen in meinen Trade. Und beim Chance-Risiko-Verhältnis von 1 zu 3 natürlich genau wieder das Gleiche. Mein Take-Profit, der kommt auf markante Chartmarken. Das werden wir uns gleich mit den Unterstützungslinien anschauen. Und mein Stop-Loss auf der anderen Seite, der liegt oberhalb meines Widerstandsbereiches. Und wir sehen, der Stop-Loss-Bereich hat hier knapp 8 Pips. Mein Take-Profit-Bereich, der hat hier circa 18 Pips, also das Doppelte, das wäre das Minimum, was ich haben möchte, dieses Chance-Risiko-Verhältnis von 1 zu 2, um dementsprechend hier erfolgreich zu handeln. Ja, und etwas später hatten wir dieselbe Konstellation nochmal. Jetzt haben wir diesen Widerstandsbereich einmal, zweimal, dreimal getestet. Wir erlaufen erneut an diesen Widerstandsbereich mit heran. Wir sehen erneut dieses Kursniveau erreicht. Und auch hier genau wieder diese gleiche Formation, eine positive Kerze. Ich mache uns den Chart mal hier etwas größer, dann sieht man das besser, die wieder von einer kompletten negativen Kerze bestätigt wird. Auch das ist ein sogenanntes Engulfing Pattern. Und auch hier dasselbe Spielchen, mein Einstiegskurs wähle ich dann auf Schlusskursbasis. Mein Stop-Niveau immer wieder oberhalb meiner Widerstandsmarke und mein Zielniveau, ich habe gesehen, der hat beim letzten Mal hier unten gedreht, kommt natürlich auf dasselbe Kursniveau. Jetzt auch mein Take-Profit, auch wieder ein Chance-Risiko-Verhältnis von besser als 1 zu 2. Also kann ich das Ganze sehr, sehr schön nutzen. Ja, und wir sehen es natürlich ähnlich wie bei dem anderen Handelssignal. Irgendwann kommt es dann natürlich auch zum Überwinden dieser Kursmarke und das sehen wir hier. Mit dieser Kerze davor rangelaufen an diese Marke. Da war es für mich als Trader heute um 11.30 Uhr sehr interessant gewesen. Schaffen wir jetzt diesen Durchbruch oder scheitern wir? Das heißt, es ergeben sich immer zwei Handelsoptionen für mich als Trader an einer Widerstandsmarke. Ich kann einen Beitritt positionieren oder ich kann beim Scheitern, wenn wir keinen Durchbruch schaffen, den Zeltdreh positionieren. Deshalb kann man wirklich mit diesem sehr, sehr einfachen Hilfsmittel an den Märkten hier wirklich sehr erfolgreich agieren. Und hier sehen wir halt diesen klassischen Durchbruch, da wo vorher unser Stop-Loss lag, diese obere grüne Linie. Oberhalb dieser Marke platziere ich mir halt meine Buy-Order und wir sehen, der Trade wird gefüllt, der wird hier ausgelöst und legt danach auch schön entsprechend zu. Ja, und hier haben wir eigentlich schon eine ähnliche Konstellation, die der Peter vorhin mit seiner Frage angesprochen hat. Wir haben nach dieser ersten schönen Bewegung, nach diesem Überwinden dieser markanten Widerstandsmarke hier auch den Rücksetzer am Markt. Das wäre unser sogenanntes Pullback an den Markt. Ja, und hier sehen wir, hier hält diese ehemalige Widerstandsmarke, die jetzt eigentlich als Unterstützungsmarke fungieren sollte, nicht. Wir sehen, der Markt bricht mit dieser nächsten Kerze durch. Und damit habe ich natürlich dann eine klassische Umkehrformation. Wie gesagt, der Bereich wurde hier wieder unterschritten und dementsprechend ergibt sich dann hier eine erneute Selloption am Markt. Und wir sehen auch hier nochmal dieses sogenannte Pullback. Wir versuchen, dieses Niveau nochmal zurückzuerobern, schaffen das aber nicht auf Schlusskursbasis. Und dann sehen wir diese deutliche Korrektur. Und hier ist es ähnlich. Oberhalb der Widerstandsmarke platzieren wir unsere Stopkurse und immer im Verhältnis von 1 zu 2, im Minimum optimalerweise im Verhältnis 1 zu 3, werden wir hier dementsprechend unsere Kurse am Markt platzieren. Ja, schauen wir uns mal wieder im Rahmen unserer Präsentation den zweiten Part mit an. Wie gesagt, das waren unsere sogenannten Widerstandszonen. Wir wollen uns jetzt nochmal unsere Unterstützungslinien oder unsere Unterstützungszonen anschauen. Da ist es natürlich ähnlich. Was ist eine Unterstützungszone? Ich habe Ihnen das hier, wie gesagt, auch nochmal als kleine Definition aufgelegt. Wie gesagt, wer möchte, wir haben hier im Channel den Bereich Unterlagen. Da haben wir Ihnen diese Präsentation auch als PDF-Dokument hinterlegt. Die können Sie sich gerne dementsprechend downloaden und für Ihre Zwecke dementsprechend nutzen, um das Ganze vielleicht nochmal nachzuarbeiten, wenn man da was hat. Eine Unterstützungszone ist im Prinzip nichts anderes, ist auch wieder ein markanter Kurswert, der sehr, sehr schwer zu unterschreiben ist. Also genau das Gegenteil. Wir sehen das hier mal in unserem Chart. Ein Kursniveau, an dem der Markt immer wieder nach oben dreht
Und das ist natürlich sehr, sehr schön, um ähnlich wie mit Widerstandsmarken hier zu arbeiten. Ich kann diese Konstellation, wenn eine Unterstützungslinie verteidigt wird, natürlich sehr gerne nutzen, um dann dort Beitritt zu positionieren. Oder aber wir sehen, wenn diese Unterstützungsmarken dann irgendwann mal unterschritten werden, dann kann ich das Ganze natürlich sehr schön nutzen, um dann ein klassisches Verkaufssignal aus der Chartanalyse zu generieren. Und das Ganze, wie gesagt, ich bin kein Freund von großartigen PowerPoint-Präsentationen. Ich möchte das Ganze gerne lieber im Chart mehr anschauen und das wollen wir jetzt auch mitmachen. Das heißt, wir schauen uns das Ganze hier mal wieder auf unserem MetaTrader mit an. So, und schauen uns jetzt mal unsere Unterstützungslinien oder unsere Unterstützungsbereiche mit an. Hab jetzt hier mal unseren Euro-US-Dollar, also eins unserer Major-Devisenpaare ausgewählt, hier im Tageschart. Und wie gesagt, Sie können diese Charttechnik Widerstands- und Unterstützungslinien wirklich in jedem Bereich nutzen, egal welches Timeframe Sie nutzen, funktioniert nach demselben Schemata und ist nach jedem Schemata auch entsprechend erfolgreich. So, und wir sehen hier, bei mir sind sofort ein, zwei Kursmarken ins Auge gestochen, wo ich gesagt habe, okay, hier habe ich zwei Tiefstände, diese beiden Tiefstände kann ich miteinander verbinden und verlängere die einfach auch mal in die Zukunft, weil diesen Part hier hinten, den sehe ich vielleicht noch gar nicht. So sieht das Bild am Anfang auf, der Chart baut sich dann ja erst weiter mit auf und dann wird es für mich natürlich nochmal interessant. Wir sind erneut an diese Marke mit rangelaufen. Wir sehen, wir testen erneut dieses Unterstützungsniveau. Und wie gesagt, auch hier habe ich zwei Möglichkeiten für einen effektiven Handel. Einmal, wir verteidigen diese Marke und wir sehen das hier, ich habe das rot markiert. Diese Kerze ist auch noch eine besondere Kerze, kommt auch aus der japanischen Candlestick-Analyse, ist ein sogenannter Hammer, ein sehr, sehr starkes Bodenbildungsformation, wenn wir hier eine Abwärtsbewegung hatten und dann so eine dominante Kerze, einen sogenannten Hammer hier haben, besprechen wir, wie gesagt, im Modul 4. Ist das für mich natürlich das Zeichen, jawohl, diese Unterstützungszone, die wir diese beiden Tiefstände hier am Markt markiert haben, die ist verteidigt worden und dementsprechend erwarte ich dann in den Folgetagen auch hier diese Aufwärtsbewegung. Ja, und um das mal in Zahlen auszudrücken, das waren dann gleich mal in den folgenden drei Tagen 150 Pips, die sich hier für ein Handelssignal ergeben haben. Das ist schon eine ganze Menge mit diesem einfachen Handelssignal, das wir hier im Rahmen dieser Unterstützungszone mit diesem Hammer generiert haben. Und wir sehen auch in der Folge, wenn wir uns diese Zone anschauen, das scheint eine sehr, sehr markante Unterstützungszone zu sein. Immer wieder laufen wir in den Bereich dieses blauen Unterstützungsbereiches und immer wieder kommt sofort diese Kursbewegung nach oben. Auch in den letzten beiden Handelstagen, wir sehen, wir hatten hier am Freitag und am Montag noch so ein bisschen eine bärische Dominanz, sind nochmal genau wieder an dieses Unterstützungsniveau gelaufen und genau in diesem Bereich sahen wir gestern vor allen Dingen, aber heute hier wieder eine sehr schöne positive Kursbewegung. Wie gesagt, dafür kann ich solche Unterstützungszonen sehr, sehr schön nutzen und auch ähnlich wie bei den Widerstandszonen arbeite ich hier immer mit einem sogenannten CRV, einem Chance-Risiko-Verhältnis von 1 zu 2. Das heißt, wenn ich dieses Kursniveau nutze, um meinen Einstieg hier in den Markt zu definieren, dann liegt unterhalb dieses Kursniveaus natürlich mein sogenanntes Stop-Niveau. Und wie gesagt, da schaue ich einfach, wie viele Punkte Risiko habe ich für diesen Trade. Aha. Und dann packe ich, wie gesagt, das Doppelte, wenn nicht sogar das Dreifache in der Zielerwartung nach oben auf. Dort liegt dann mein Take-Profit-Kurs. Und man sieht, die kann mit diesen einfachen Tools dieser Unterstützungs- und Widerstandszonen sehr, sehr erfolgreich arbeiten. Das Ganze, die Kombination, wollen wir uns jetzt mal im US-Dollar-Schweizer-Franken mit anschauen. Hier haben wir eine besondere Konstellation, das ist ein sogenannter Trendkanal. Ich habe uns hier mal eine sogenannte Widerstands- und Unterstützungszone mit eingezeichnet, die ich als Trader natürlich besonders liebe, weil ich habe hier viele Handelssignale, die sich hier ergeben. Wir sehen, ich habe uns hier mal einen dominanten Bereich einer Unterstützungszone eingezeichnet. Wir sehen, wir haben hier die ersten beiden Kursniveaus gehabt, wo ich sehe, oh, der Markt scheint hier irgendwie auf dem gleichen Kursniveau zu drehen. Das verbinde ich mir und habe dementsprechend dann in der Folge mögliche Handelssignale. Genau dasselbe mit diesem roten Rechteck. Ich habe gesehen, wir haben hier immer wieder eine Zone,
wo wir immer wieder abprallen, die wir charttechnisch nicht überwinden können. Das ist dann mein sogenannter Widerstandsbereich. Ja, und sobald ich ein, zwei Punkte habe, die ich miteinander verbinden kann und diese Linien dann verlängere, dann ergeben sich für mich Handelskonstellationen. Zum einen hatten wir dann hier, nachdem wir einmal, zweimal diese Widerstandszone getestet haben, hier eine erste klassische Verkaufskonstellation. Wir sind wieder an diesen Widerstandsbereich gelaufen. Wir haben es nicht geschafft, diese Widerstandszone, das war der 10.4. hier gewesen, zu überwinden, scheitern. Und dann ist es für mich natürlich so ein schönes Ping-Pong-Spiel, wie ich das Ganze immer nenne, wenn wir in so einem Trendkanal, den wir hier haben, an diesen Widerständen scheitern, haben wir eine sehr, sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass wir dann bis zur nächsten Unterstützung, und die haben wir uns ja hier auch schon in den Chart mit eingezeichnet, laufen. Und da sehen wir hier diese sehr schöne Kursbewegung. Und das ist natürlich optimal. Oberhalb meiner Widerstandsmarke liegt mein Stop-Loss-Niveau und mein Take-Profit-Niveau. Das liegt jetzt natürlich wieder im Bereich dieser markanten Unterstützungszone. Und da sehen wir, da habe ich natürlich hier, wenn ich mein Trade eröffne, vielleicht 6, 7 Pips Risiko oder hier 60 Pips Risiko. Auf der anderen Seite aber eine Kurserwartung von über 180, fast 200 Pips. Also hier ein Chance-Risiko-Verhältnis von über 1 zu 3. Das ist für mich als Trader natürlich eine sehr schöne Konstellation. Und dementsprechend kann man so ein Trade dann sehr schön machen. Wie wir Einstiege definieren, wenn wir uns jetzt mit japanischer Candlestick-Terminologie und Co. noch nicht auskennen, werden wir in unserem dritten Modul besprechen, wenn wir Indikatoren als Hilfsmittel dazu nehmen und dann Unterstützungs- und Widerstandszonen in Kombination mit einem Indikator nutzen, kann Ihnen da mal eine kleine Vorschau liefern, indem wir einfach mal sagen, wir nutzen so einen ganz einfachen Indikator der Stochastik und sagen, wenn wir natürlich diese Stochastik nutzen, die hier in Extrembereiche aufgebaut ist, da sehen wir die Extrembereiche bei 80 in der überkauften Zone oder in der überverkauften Zone bei 20. Und wenn wir natürlich sehen, dass dieser Indikator genau zu diesem Zeitpunkt, wo wir an diesen Widerstand laufen, mir natürlich hier ein Verkaufssignal generiert, wie das generiert wird, das besprechen wir im nächsten Modul. Das ist jetzt schon nur mal schon eine kleine Vorschau auf unser nächstes Webinar. Dann ist das für mich natürlich ein extrem starkes Handelssignal. Genauso, wenn wir natürlich hier jetzt einen Beitritt fokussieren. Wir sehen, wir laufen erneut an diese Unterstützungszone, die sich aus diesen beiden Tiefständen ergeben hat, ran. Können diese verteidigen, sehen auch meine Stochastik läuft in diese überverkaufte Zone. In diesen überverkauften Zonen haben wir eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass dementsprechend der Markt drehen wird, also wieder nach oben laufen wird. Da ergibt sich natürlich dann für mich erneut ein sehr schönes Handelssignal. Das nutze ich dann dementsprechend auch und hier gleich dasselbe Spielchen unterhalb meiner Unterstützungszone. Da kommt mein Stop-Niveau in den Markt. Und wie gesagt, auch hier nutze ich diesen Trendkanal in Richtung dieses Widerstandes hier oben. Da setze ich dann dementsprechend mein Take-Profit-Niveau hin. Und auch da sieht man, innerhalb von 2 Tagen geht es hier wirklich ganz rasant nach oben. Und wir erreichen innerhalb von 3 Tagen über 200 Pips Kursbewegung mit diesen einfachen beiden Tools. Und hier natürlich das erneute Scheitern an dieser Marke. Wir sehen einmal, zweimal, dreimal, viermal. Und desto häufiger ich so eine Widerstandszone teste, desto stärker werden natürlich diese Signale. Wir prallen erneut ab mit Hilfe einer Stochastik oder MACD-Indikators, was wir uns beim nächsten Mal anschauen werden. Sehen wir, dass wir hier erneut scheitern an dieser Marke. Nutze ich das Ganze wieder als Einstieg und wir sehen, auch der läuft. Mein Minimalziel ist wieder diese Unterstützungszone innerhalb von 3 Tagen an dieses Unterstützungsniveau ran. Auch wieder ein sehr schöner Trade. Und jetzt die weitere Funktion. Diesmal haben wir diese Marke nicht verteidigt. Wie gesagt, wir können diese Unterstützungsmarken ja nicht nur für Kaufsignale nutzen, sondern auch für Verkaufssignale nutzen. Und wir sehen, diesmal sind wir durchgebrochen. Diese Kerze geht dominant durch meine Unterstützung. Und da sehen wir schon hier meinen roten Pfeil, den ich uns schon mal eingezeichnet habe. Das ist für mich natürlich ein klassisches Verkaufssignal. Eine Marke, die einmal, zweimal, dreimal getestet worden ist, ist eine sehr starke Unterstützungszone. Hier haben wir den Kampf verloren. Mit einer dominanten Verkaufskerze geht es durch nach unten. Und wir sehen, im Anschluss setzt sich dann ja auch hier dieser Abwärtstrend weiter nach unten fort, dieser Korridor. Und das ergibt dann natürlich ein schönes neues Handelssignal.
Ja, wollen wir uns das Ganze mit Unterstützung und Widerstandszonen nochmal anders schauen? Wir haben jetzt ja sehr, sehr schöne Widerstands- und Unterstützungsmarken uns angeschaut. Ich habe uns hier jetzt einfach mal den nackten Chart eines DAX 30 hier auf Stundenbasis genommen. Und da, wie gesagt, stechen mir sofort einige Kursniveaus ins Auge, wo ich sehe, aha, hier hat der Markt gedreht und hier hat der Markt gedreht und hier hat der Markt gedreht. Und wie gesagt, die brauche ich, wie gesagt, die Punkte hier hinten, die brauche ich gar nicht. Wenn ich das noch gar nicht mal sehe, hier hinten im Chart, sondern ich sehe, ich habe hier so zwei markante Kursniveaus, dann kann ich diese Kursniveaus natürlich nutzen, um diese beiden miteinander zu verbinden und diesen Bereich natürlich zu verlängern. Und dann sehen wir, oh je, wir sind genau wieder ein drittes Mal an diese Marke gelaufen. Und wir sehen, wir prallen erneut an dieser Marke hier ab. Das ist natürlich für mich ein Klassiker. Einmal, zweimal getestet, wir prallen wieder ab an dieser Marke. Ich verlängere diese Linie natürlich immer weiter, um mir dementsprechend auch zukünftige Bewegungen hier einzuzeichnen. Und wir sehen, auch hier hinten laufen wir erneut an diese Marke mit ran. Und hier sehen wir, erreichen wir diese Kursmarke gar nicht. Trotzdem heißt es für mich, diese Widerstandsmarke hat funktioniert. Das ist im Markt ein Zeichen von Schwäche. Wir haben es nicht mehr geschafft, genau bis in diese Widerstandszone zu laufen, sondern wir haben vorher schon dementsprechend hier wieder gedreht. Ist für mich ein Zeichen von Schwäche im Markt. Und hier hinten sehen wir es noch deutlicher. Hier auch nochmal der Versuch, an diese Widerstandsmarke zu laufen, auch wieder im Vorfeld gescheitert. Und da sehen wir, hier liegt natürlich so ein markantes Niveau mit im Markt. Und natürlich auf der anderen Seite sehe ich auch, ah, hier so markante Tiefstände, die kann ich mir natürlich auch mit einer Linie. Und ich empfehle durchaus immer so ein Rechteck zu nehmen, weil wie gesagt, das ist nicht immer nur ein Punkt, sondern ich zeichne mir immer so einen Widerstandsbereich oder so einen Unterstützungsbereich mit ein, um dementsprechend hier so eine Zone zu markieren. Und wir sehen auch sehr, sehr häufig, immer wieder auf denselben Kursniveaus drehen wir hier nach oben. So, und das war natürlich hier jetzt für mich interessant auf Stundenbasis. Hier testen wir erneut dieses Kursniveau. Dieses Kursniveau kann wieder zurückerobert werden. Also der kann auch durchaus mal ein kleines Stück unter diese Marke laufen. Wichtig ist hier diese Konstellation. Und das ist auch wieder so eine klassische japanische Formation. Wir hatten eben so ein bärisches Engulfing Pattern, das ist ein bullisches. Wir sehen, diese dominante bärische negative Kerze wird komplett ummantelt in der nächsten Stunde hier mit einer positiven Kerze. Das ist dann ein sogenanntes bullish Engulfing Pattern, ein sehr starkes Handelssignal. Ja, und hier ist es auch wieder unser sogenanntes Ping-Pong-Spiel. Wenn ich hier natürlich eine Buy-Indikation bekomme, erwarte ich die Gegenbewegung nach oben an meine Widerstandszone. Und wenn ich sehe, dass wir dann an dieser Widerstandsmarke erneut scheitern, ist das natürlich wieder das Spiel, dass ich erwarte, dass der Markt erneut hier unten hinläuft. Ich sehe, wir testen erneut zum zweiten, dritten, vierten, fünften Mal diesen Unterstützungsbereich. Die Aussagekraft dieses Handelssignals wird natürlich umso stärker, weil ich jetzt erneut hier rangelaufen bin an diese Marke. Und wir sehen auch die Bewegung wieder genau ans gegenläufige Ende. Also solche Trendkanäle sind unheimlich toll zu handeln. Und die ergeben sich, wie gesagt, in der Kombination dieser Widerstands- und Unterstützungszonen. Und man sieht, man kann dieses Spiel endlos weiter fortsetzen. Wieder rangelaufen an die Marke, wieder gescheitert. Wir laufen wieder an den unteren Rand. Hier auch nochmal der Versuch, nach oben zu laufen. Ja, und hier haben wir jetzt den Klassiker hier mit drin. Wir haben die 5-6 Mal getestet. Hier ist der Durchbruch. Wir haben es nicht geschafft, dieses wichtige, markante Unterstützungsniveau zu verteidigen. Und dementsprechend geht es dann hier auch, wie wir es am Chart sehen, deutlich weiter nach unten. Was ich jetzt erwarte, ist im Prinzip nochmal so ein kleines Pullback. Wir werden jetzt nochmal ranlaufen an dieses ehemalige Unterstützungsniveau. Das, wie gesagt, hat jetzt seine Funktion geändert. Das wird jetzt ein Widerstandsniveau. Und wenn wir natürlich an dieser Marke scheitern sollten, das heißt, ich erwarte jetzt durchaus eine Kursbewegung in den folgenden Stunden nochmal hier hoch. Wenn wir dann an diesem Bereich erneut scheitern, werden wir diesen Abwärtstrend hier weiter fortsetzen. Das ist für mich natürlich das, worauf ich als Trader schaue. Was passiert an dieser Marke? Diese ehemalige Unterstützung, die ist jetzt ein Widerstand. Wie gesagt, die Linien wechseln ihre Funktion, wenn sie über- oder unterschritten worden sind. Wenn wir da nochmal ranlaufen, wenn wir an dieser Marke erneut scheitern, dann ist es für mich natürlich der Klassiker, hier in ein erneutes Sell-Signal mit einzusteigen. Und so kann man, wie gesagt, diese Widerstands-
und Unterstützungszonen sehr, sehr schön mit nutzen. Das, was wir uns jetzt angeschaut haben, waren, wie gesagt, so Klassiker aus dem Unterstützungs- und Widerstandszonenbereich. Ich möchte uns jetzt aber nochmal, ich werde hier einige Module rausnehmen, weil wir haben natürlich nicht nur diese horizontalen Unterstützungs- und Widerstandszonen, sondern wir haben auch dementsprechend vertikale Möglichkeiten einer Unterstützung und Widerstandszone. Und da möchte ich Ihnen mal zeigen, wie wir dementsprechend die hier im Chart mit aussuchen können und wie wir das Ganze hier entsprechend nutzen können. Das heißt, wir nehmen uns hier einfach mal einen neuen Chart. Eine Anmerkung habe ich noch nicht. Also von Ihnen möchte momentan keiner einen Wert analysiert bekommen mit diesen Tools. Deshalb nehmen wir uns jetzt einfach mal einen Klassiker, 1 Euro, US-Dollar, gehen da auch mal in so ein etwas kurzfristigeres Timeframe mit rein und schauen uns nochmal das Ganze an. Wie gesagt, wir haben nicht nur horizontale Widerstands- oder Unterstützungszonen, sondern wir können auch markante Tiefstände einfach miteinander verbinden. Wenn ich sehe so ein Bild, es geht von links unten nach rechts oben, sehe ich, habe ich irgendwie hier einen Aufwärtstrend im Markt. Und da gucke ich mir mal gedanklich so markante Tiefstände an und ich sehe, aha, wenn wir zum Beispiel hier in dieser Konstellation sind, den Rest sehe ich noch nicht, sehe ich, oh, wir haben hier zwei markante Kursniveaus gehabt, die könnte ich doch mal mit einer Linie miteinander verbinden. Und wir sehen, ich verbinde diese beiden Punkte jetzt mal hier mit einer kleinen Linie und dann sehen wir, ergibt sich hier im Prinzip ein neues Kursniveau, ein neues Unterstützungsniveau, das wir uns hier am Markt mit einzeichnen können. Wir sehen, wir haben ein, zwei markante Punkte und wie gesagt, dann wird es für mich natürlich an dieser Stelle nochmal interessant. Schaffen wir jetzt, dieses Kursniveau zu verteidigen? Also dann dürfte sich der Aufwärtstrend fortsetzen. Oder aber brechen wir durch dieses Kursniveau. Wir sehen, wir haben es in unserem Fall nicht geschafft, dieses Kursniveau zu verteidigen, sondern wir haben diese Linie durchbrochen. Und jetzt sieht man auch die Umkehr der Funktion dieser ehemaligen Unterstützungslinie. Wir sehen, das ist ein sogenanntes Pullback, was wir hier am Markt sehen. Wir sehen, wir versuchen immer wieder, diese wichtige Kurslinie zurückzuerobern, schaffen es aber nicht, diese Linie zu überwinden. Die fungiert immer wieder als Widerstand. Auch hier hinten haben wir uns nochmal Luft geholt und sind genau aber nur nochmal bis an diese Linie rangelaufen und scheitern erneut an dieser Linie. Also da sieht man, die fungiert hier als Widerstand. Anders können wir das auch mal uns historisch mit anschauen. Wenn ich sehe, 1, 2, 3, 4, 5 markante Punkte, immer wenn ich solche markanten Punkte im Markt sehe, kann ich diese Tiefstände miteinander verbinden. Und hier im Handel war es für mich natürlich auch interessant. Ich habe hier meinen ersten Tiefstand gehabt. Ich habe hier meinen zweiten Tiefstand im Markt gehabt. Aus diesen beiden Punkten kann ich dementsprechend eine Linie bilden und weiß natürlich, für mich als Trader wird es unheimlich interessant. Wir sehen, diese Linie zeigt auch nach oben. Das ist ein sogenannter Aufwärtstrend. Wenn wir dieses Kursniveau erneut testen, wir sehen, wir haben hier eine kleine Korrektur. Wir laufen erneut an dieses Kursniveau ran und sehen, wir können diese Marke verteidigen. Und voilà, es geht nach oben hier am Markt. Genau dasselbe. Hier sind wir nicht rangelaufen, ist für mich irrelevant. Aber hier hinten sind wir nochmal rangelaufen. Jetzt haben wir dieses Niveau einmal, zweimal, dreimal getestet, ein viertes Mal getestet. Dieses Signal ist natürlich umso stärker für mich und wir sehen, genau an dieser Marke drehen wir. Und umso interessanter wird es auch in der Zukunft werden. Wir haben jetzt hier ein markantes Kursniveau, was wir viermal erfolgreich verteidigt haben. Wenn sich der Markt irgendwann in der Folge wieder, ich zeichne uns mal so einen möglichen Korridor ran, wieder in Richtung dieser wichtigen Unterstützungszone bewegen sollte, ist das natürlich interessant, vielleicht hier in dem Bereich einen erneuten Beitritt zu positionieren. Auf der anderen Seite wird dieses Kursniveau unterschritten, wäre das natürlich ein sehr schönes Sell-Signal. So, und dasselbe können wir natürlich nicht nur mit unseren Unterstützungslinien machen, sondern dasselbe können wir auch mit unseren Widerstandslinien machen. Wie gesagt, ich habe hier natürlich jetzt so einen markanten ersten Höchststand, da kann ich mir einfach mal eine vertikale Linie einlegen und sehen, aha, genau an diesem Höchststand sind wir auch hier hinten wieder geprallt. Also auch ein mögliches schönes Einstiegssignal. Ich brauche nur einen markanten Höchststand, setze mir da einfach diese vertikale Linie im Bereich dieses Höchststandes hin. Und wie gesagt, hier hinten sehe ich, wir laufen genau an dieses große Niveau, das war die 1,1818 gewesen, nochmal ran. Und scheitern. Und hier ist es natürlich auch so, immer Chance-Risiko-Verhältnis 1 zu 2, optimal 1 zu 3.
ich nutze dieses Kursniveau, um hier oberhalb dieser Marke vielleicht bei 5 oder 10 Pips mein Risiko zu platzieren. Wenn ich 10 Pips Risiko habe, möchte ich mindestens 20 Pips Gewinn machen. Da platziere ich meinen Take-Profit-Kurs und kann auch so eine Konstellation sehr schön nutzen. Auf der anderen Seite sehen wir auch, ich habe hier sehr, sehr markante Höchststände. Ich kann auch diese markanten Höchststände miteinander dementsprechend verbinden. Und da sehen wir das auch sehr, sehr schön. So, hier haben wir das erste Mal diesen Höchststand. Den brauche ich und diesen zweiten Punkt brauche ich. So, und dann wird es für mich im Trading beim dritten Mal interessant. Wir haben ja zum Beispiel hier dieses Buy-Signal genutzt. Jetzt weiß ich natürlich, wenn ich die Höchststände miteinander verbinde, da ist ein Widerstand im Markt. Und zwar ist dieser Widerstand genau hier. Das ist natürlich mein mögliches Take-Profit-Niveau. Genau an diese Marke möchte ich ranlaufen. Das heißt, so viel Platz gebe ich natürlich auch diesem Beitritt. Auf der anderen Seite sehe ich auch, wir scheitern erneut an dieser Marke. Also erwarte ich hier auch eine Korrekturbewegung. Und dasselbe sehen wir auch etwas später nochmal an dieser Marke. Das Scheitern und dementsprechend auch die Korrektur. Ja, und wenn ich hier so ein Verkaufssignal bekomme und weiß, ich habe hier unten 1, 2, 3 markante Punkte, habe hier also ein markantes Unterstützungsniveau, dann nutze ich das natürlich sehr gerne, um mein Take-Profit auch im Bereich dieser Zone zu platzieren, also dem Trade hier so viel Platz zu geben, dass er wirklich bis in diesen Bereich laufen kann. Ja, und wir wissen, 1, 2, 3, 4 Mal diesen Widerstand getestet, sehr, sehr stark, sehr, sehr dominant und wir sehen, oh, hier haben wir einen Durchbruch. Jetzt haben wir es geschafft, diesen Widerstand hier zu überwinden. Das ist jetzt ein klassisches Kaufsignal. 4-mal sind wir an dieser Widerstandsmarke gescheitert. Jetzt haben wir sie erneut getestet. Jetzt haben wir sie überwunden. Und dementsprechend sehen wir dann auch diese Aufwärtsbewegung. Und auch hier sehen wir nach dem dominanten Überwinden nochmal ein sogenanntes Pullback. Wir sehen diesen Rückläufer an dieser Zone. Das heißt, das können wir dann natürlich erneut nutzen, um hier dementsprechend in diesen Markt mit einzusteigen. Und wir sehen danach diese schöne Bewegung nach oben. Genauso wird es jetzt natürlich auch in der aktuellen Konstellation für mich interessant als Trader. Ich sehe einmal, zweimal dieses markante Widerstandsniveau. Da laufen wir jetzt erneut ran. Wenn wir natürlich diese Zone erreichen, dass wir hier erneut ranlaufen, ist diese 1,18,18 für mich natürlich ein klassisches Sell-Signal, wo ich sage, hier platziere ich, hier lege ich mir zum Beispiel einfach mal ein Sell-Limit mit rein in den Markt. So, zeige Ihnen einfach mal, wie man das hier einfach über so eine Plattform machen kann. Würde hier einfach in diese Zone, in diesen Widerstandsbereich ein Sell-Limit reinlegen, lege mir meinen Stop-Loss-Kurs knapp überhalb dieses Widerstandsniveaus und als Take-Profit-Niveau, da wird natürlich dann dieses Kursniveau hier unten interessant. Da gehe ich von aus, dass wir hinlaufen und so würde sich hier ein neuer Trade ergeben, um das Ganze dementsprechend zu nutzen. So, nehmen wir sie mal wieder raus. Ich beobachte den Markt ja nicht und wie gesagt, wir sind jetzt ja auch schon mal fast durch. Das heißt, wir gehen jetzt mal wieder auf meinen Monitor zurück. Das war, wie gesagt, unser heutiges Modul Grundlagen der Charttechnik, die unterschiedlichen Darstellungsarten über den Linienbalken oder den Candlestick-Chart und ganz, ganz wichtig, die Arbeit mit Widerstands- und Unterstützungslinien. Und Sie haben anhand der praktischen Beispiele gesehen, wie einfach es sein kann, mit diesen beiden Modulen dementsprechend hier erfolgreich an den Märkten zu generieren, weil wie gesagt, im Bereich einer Widerstands- oder Unterstützungszone habe ich immer zwei Möglichkeiten. Es kann sich ein Buy, es kann sich aber auch ein Sell-Signal ergeben. Dann immer Rücksicht nehmen auf unser sogenanntes Chance-Risiko-Verhältnis. Minimum empfehle ich immer 1:2, optimalerweise 1:3. Das heißt, wenn Sie 10 Pips auf der Risikoseite haben, sollten Sie mindestens 20 bis 30 Pips auf der Gewinnseite haben. Ja, das war es an dieser Stelle auch schon von mir. Ich habe Ihnen hier nochmal die Slides für den Ausblick aufgelegt. Sie sehen, nächste Woche Donnerstag geht es weiter. Grundlagen der Charttechnik, diesmal mit den Indikatoren. Dann wollen wir uns nochmal die wichtigsten Indikatoren wie MACD, Stochastik, CCI, RSI mit anschauen, wie wir die noch in unser Trading einbauen können und natürlich auch basierend auf dem heutigen Seminar, wie kombiniere ich das Ganze, diese Indikatoren mit unseren Unterstützungs- und Widerstandszonen. Und dann sehen Sie hier die weiteren Termine, Grundlagen der Charttechnik. Wir werden eigene Trading-Setups entwickeln.
Und dann, wie gesagt, auch die anderen Module, Sie werden die Einladung bekommen, können sich da gerne registrieren. Ich würde mich freuen, wenn Sie beim nächsten Mal wieder mit dabei sein. Ich hoffe, das Seminar war informativ für Sie gewesen. Freue mich, wenn ich Sie beim nächsten Mal wieder begrüßen durfte. In dem Sinne wünsche ich Ihnen erfolgreiche Trades in der Zukunft und freue mich, wenn Sie, wie gesagt, wieder mit dabei sind. In dem Sinne wünsche ich allen einen schönen Abend und bedanke mich für die Aufmerksamkeit und auch die Fragen, die hier dementsprechend mit aufgekommen sind. Auf Wiedersehen.